Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf meiner kleinen RAM. Und ich bin noch nicht weitergekommen. Ich nehme gerade im Anschluss der letzten Folge auf. Terrix und ich haben uns hier kurz mal pennen gelegt und ja, jetzt können wir hier wieder ja, wohl getrost weitermachen. Keine Ahnung, was ich da gerade sage. Muss aber jetzt mal kurz schauen, dass ich mich mal wieder der nervigen Sachen entledige. Ich weiß noch nicht, was ich alles weglege. Ich habe gar nicht viel so viel wegzulegen. Scheiße. Ich brauche nämlich Blätter. Das muss ich aber erstmal ganz kurz. Oh, du kommst dahin. Die sind auch noch da. Das ist sehr schön. Blätter en masse. Und nochmal ein paar. Genau, ein bisschen Holz mitnehmen. Weil jetzt müssen wir natürlich auch mal so langsam anfangen, den Akazienbaum auszukleiden. Weil das sieht immer noch wie ein Gerippe aus. Und ich kann natürlich immer noch in dem Baum variieren, wie ich den eventuell nochmal verändere. Vielleicht nochmal nach links oder nach rechts. Das muss ich mir alles noch überlegen. Aber wir fangen erstmal unten an. Zumindest ein bisschen unten. Nicht komplett unten. Aua. Es war klar, dass ich so komplett runterkrache. So war das nicht gedacht. Wenn wir einfach wieder. Ich weiß, es ist wieder komplett. Langeweile, wenn ich jetzt hier wieder meine Blätter verteile. Haben wir überhaupt Akazien? Ja, ist Akazienlaub. Aber es ist nervig, wenn das Gerippe so ist. Mir ist so eingefallen, ne? Wenn hier irgendwo ein Blitz einschlägt, ne? Ich bin richtig am Arsch. Ich bin dann richtig angeschissen. Ich weiß gerade gar nicht, wie Akazienbäume da die Blätter immer aussehen. Wobei sie eigentlich wirklich immer oben nur Blätter haben, ne? Aber ich möchte ihn dann doch irgendwie doch wenigstens ein bisschen angehübscht haben, weil ein komplett pures Gerippe. Nein, das gefällt mir nicht. Wir werden es aber nicht übertreiben mit den Blättern. Wir werden das wirklich dann ein bisschen hier und da ein bisschen kahler lassen. Ich mache jetzt so das, was Sari mir mal vorgeschlagen hatte. Immer so kleine Fackelchen da reinpacken. Ich glaube, das war Sari oder Uwe. Einer von den beiden. Das sind immer die, ne? Jetzt. Schönen Kommentare schreiber. In letzter Zeit viele. Ich habe viele Leute im Blick, die gut Kommentare schreiben. Ja, bezüglich Nachschub. Mal gucken. Da sind wirklich welche bei, wo ich sage, jo, die strengt sich an. So, dann wollen wir doch einfach mal genau hier oben den auf jeden Fall ausschmücken. Hier ein Skelett. So. Ups. Das war, glaube ich, eben zu tief. Mal gucken. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen gerade. Ich habe eine Idee. So, dann machen wir hier eine Fackel ran. Und kleiden diese. Vielleicht. Wenn ich es aber hinkriege. So. Hier. So eine kleine indirekte Beleuchtung. Ich werde auf jeden Fall noch mal mehr Blätter eventuell brauchen. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. So. Nein, der Weg soll nicht zu sein. Zumindest, dass man sich irgendwie ansatzweise hier hoch buddeln kann, wenn man will. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen nach außen. Wachsen. Ich lasse es ja gerade irgendwie sein mit dem Wildgehölz, dass das rausguckt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt möchte. Ich werde es hier einfach mal ein bisschen machen. So, klack, 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 klack. Oh, das war doof. Das war knapp. Ich finde die Musik eigentlich recht entspannt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich sie zu leise habe. Das ergibt sich jetzt noch die Tage. Dupp. Ja genau, das kann man hier hochgehen und da rausgucken. Das wäre doch mal eine Idee. So als kleinen Weg.
Oh, jetzt gehen schon die Blätter aus. Na, zwei Stacks haben wir noch. Ich finde, der Baum ist mehr gelungen als der, ne? Da muss ich noch was machen, immer noch. Denk nur nie dran. Oh, das war zu tief. Haha. Na komm, rein da. Passt. Nehmen wir so hin. Vielleicht nochmal hier eine Fackel hin, damit es schön hell ist. Die nehmen wir weg. Au. Hier vielleicht nochmal einkleiden. Huch. Jo, machen wir so. Ein kleiner Schutz. Na. Hier nochmal hin. Okay, gehen wir einmal krumm. Dum, da, dum, da, dum, da, da, da. Komm ich hier wieder weg? Ja. Schön. Und hoch. Oh, jetzt fällt mir jetzt auf, dass es die Palutenmusik ist. Ups. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt gehen wir hier hoch. So, jetzt haben wir die beste Aussicht. Jetzt habe ich natürlich das Knochen neben mir nicht mit. Ach Mist, komm, wir holen uns das kurz. Zack, zack, na. Autsch. Machen wir das wieder oben. So, da war das. Leider ist der Bug mit dem Knochenmehl weg, das finde ich sehr schade. Und vielleicht würde ich dann noch mal ein paar mehr mitnehmen. So, waren nochmal die Setzlinge, die waren hier, genau. Oh, da ist ja noch mehr gebraucht, da ist ja Knochenmehl. Reichlich. Dann machen wir die Knochen wieder zurück. Na komm. So. Und wieder zurück. Ups. In die Wand. Komm schon, schneller. Hopp. Tadadä. Hui, das ging gut. So, jetzt sind wir hier oben. Ah, falscher Knopf. Auch sehr klug. Was nehmen wir? Den Bogen werde ich jetzt gerade nicht brauchen. Hm. Zack. Na komm. Hallo? Oh. Ja, vielleicht sollte ich auch den Baum nehmen. Und zack. Yay. Ist das weg? Cool. Vielleicht kollidieren die jetzt nicht so doof. Nein, funktioniert nicht. Scheiße. Und ich habe es abgenutzt. Noch so ein Depp. Drück rauf, wie ich will, aber es passiert nichts. Geht das hier wenigstens noch? Eh.
Ach toll. Okay. Naja, Knochenmehl kriegen wir relativ schnell wieder ran. Gucken wir mal, ob das in der Mitte funktioniert. Bitte, bitte, bitte. Ja! Hehe, funktioniert. Sehr schön. Nur lassen wir hier ein bisschen heile. Gehen wir mal weg. Oh, geil. Und hier seht ihr, das Beispiel ist, kann auch in zwei Richtungen wachsen. Bin ich mal doch nicht so dumm, ne? So. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal da unten rankommen. Genau. Noch eine Linie außen rum. Ein bisschen wieder zu verkleiden. Die Plattform. Das hätte ich mal öfter machen sollen. Dann sieht das nicht. Obwohl, ja, okay, von unten sieht das jetzt extrem nach Plattform aus. Müsste ich nochmal von unten ran. Aber das würde dann echt besser aussehen, glaube ich. Auch bei den anderen Bäumen. Habe ich das ja auch nicht so kontinuierlich gemacht. Keine Kontinuität in der Aufnahme. Hilfe! So, lass mich da rum da. Hallo? Okay. Bitte nicht den Ton ausmachen. Das wäre echt scheiße. Ja gut, dann machen wir dich nochmal weg. So. Sehr schön. Oh. Blätter alle. Nicht gut. Gar nicht gut. Gefällt mir nicht. So. Ich improvisiere mal wieder. So, gehen wir nochmal hier hin. Na, komm. Komm, ran da. Und hier auch nochmal hoch. So. Ey. Okay, die Blätter werden niemals ausreichen. Das ist jetzt ein arges Problem. Muss ich mich nochmal drum kümmern. Ey, komm. Warum schon? Wie machen wir das? Ich weiß es noch nicht. Scheiße, Blätter sind alle. Gar nicht gut. Naja, ist es halt so. Hm, wir laufen da unten rum. Muss halt der Terrix sein. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir natürlich ein Baumproblem. Keine Blätter mehr. Autsch. Da ist ihm wohl ein Creeper explodiert. Ach Mensch. Ja, okay, kann er ja nichts für. Die Viecher sind auch echt abnormal kacke. Komm schon, dann gehen wir mal kurz hin und helfen ihm. Er nimmt mittlerweile auch auf. Ich helfe ihm einfach mal ganz kurz. Tittidi! Huch! Ist kein Problem! Alles gut, alles gut. Ich hoffe, er hat das gecheckt, dass das jetzt echt gerade nicht böse gemeint war. So. Ach komm, dann nimm doch echt Form an. Tittidi! Wetten, hier kommt gleich wieder ein Creeper hervor? Ich würde ja echt abkotzen. Ah, Moment. So ein Blödsinn. Ohne Worte. Ich sag's noch, ne? Jetzt kriegen wir natürlich die Erde aus. Ist nicht euer Ernst, ey.
Könnte ja, dass ein Creeper kommt. Als ob der darauf hört. Ist der Creeper ein besserer Hund? Wenn es eine fehlgebildete Schwein ist? Ja, Creeper war ja eigentlich als Schwein gedacht. Bis sie gemerkt haben, das Ding ist scheiße. Hat er sich gemerkt. Und seitdem macht er immer Bumm. Ich weiß, der Terraforming ist nervig. Huch, so. So, jetzt habe ich natürlich jetzt keinen Birken dabei, ne? Doch, da. Zack. Kann ich das ein bisschen heiler machen hier. Ja gut, das ist ja mein Baum. Der hat fast meinen Baum abgekraxt. Arschloch. Das hier. Heute ist Creeper Day. Ah, ich dreh durch. Birkensessling? Nein. Akazie. Passt das hier? Oh, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Ich merke schon. Ah, okay. Ja, nicht. Ah, bin ich heute verwirrt. Nein, das geht schon wieder nicht. Oh, scheiße. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder im Weg? Oh. Wie viel Platz braucht das Ding denn immer? Ist doch genug Platz? Ernsthaft? Na endlich. Warum baue ich eine Birke? Ich hab keinen Bock mehr. Ach Gott, wie doof. Wie dumm kann man sein? Oh, wie schön. Das war aber schön. Jetzt ist ernsthaft mein Knochenmehl alle gegangen, weil ich zu dumm bin, einen richtigen Baum zu pflanzen. So. Ja, toll. Ganz oben. Super. Da will ich wieder hochkraxeln. Ich brauche Blätter. Massig Blätter. Und eine neue Schere. Da ist sie. So. Huch. Noch nee, jetzt komme ich doch schon wieder nicht an. Okay, Knochenmehl ist eh alle. Braucht er auch gerade Blätter? Bisschen verwirrt. Das Licht bringt uns leider nicht viel. Creeper kommen sowieso. Heimlich in der Nacht. Kommt ein Creeper angekracht. Ups. Jetzt klau mir nicht meine Gardinia-Kartchen. Der Schaden. Hä? Was ist das denn? Oh nein. Warum ist ein Cloud da? Was ist er denn hier? Das ist so ein Arsch. Da oben ist er, da oben ist er. Da gehen wir mal hin. Victory! Soll ich ihn töten? Nein. Wo ist die Musik aus? Warum ist die Musik aus? Hallo? Scheiße. Gut. Dann sind wir jetzt mal kurz ohne Musik unterwegs. Ich habe keinen Bock, dass schon wieder der Ton weggeht dann. So, wo ist er denn? Wo will er hin? Folgen wir ihm mal. Ganz unauffällig. Hä?
Okay. Gut, er ist weg. Hä? Was ist denn? Schaden, Schaden, Schaden. Na gut. Dann würde ich sagen, was ist das mit der Folge heute? Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Und dann würde ich sagen, mal gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.